Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Single LS17. Wir sind immer noch auf der begehrten Bindelbach-Karte. Tja, wie ihr wisst, sind die neuen Glasmähdrescher zum Download draußen schon etwas länger. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich werde ihn jetzt mal kaufen, ausprobieren. So vom Aussehen her sind sie ja schon mal nicht schlecht. Ich habe jetzt auch gleich den 87er gewählt. In der Very Big Version. Aber nur 9 Meter Schneidwerk. Sollte für meine Zwecke eigentlich hier vollkommen ausreichen. Wir wollen jetzt hier heute mal ein bisschen Raps runterhauen. Oh, schön der Klang. Also von den Texturen her sehr schön gemacht. Ich muss jetzt ein bisschen anfangen mit dem Dreschen. Ich habe auch eine Erfahrung jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob es schon mehrere von euch hatten. Wenn ihr Getreidegut direkt ins Hofsilo abkippt, bekomme ich es leider auch nicht wieder raus. Ich weiß nicht, ob es da einen bestimmten Trick gibt oder eine bestimmte Stelle. Ich bin mit mehreren Hängern schon unter diesem Abbunkerungssilo gefahren. Ich bekomme einfach nicht mein eingefahrenes Saatgut oder Getreidegut wieder raus. Also werden wir das denn jetzt aktuell so erstmal handhaben, weil ich weiß nicht, ob es da eine Lösung gibt. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder einen Rat, wo und wie ich es wieder rausbekomme, zumindest ob es überhaupt funktioniert. Und werden wahrscheinlich das dann direkt immer gleich zum Verkauf fahren. Einfach darum, da mir meine Biogasanlage aktuell noch nicht so viel einbringt. Ich habe sie jetzt zur Zeit mit Rüben gefüttert. Der erste Mais ist auch schon drin. Dass wir dann eventuell auf den abgeernteten Feldern jetzt hier, wie hier zum Beispiel, mit dem Lohner Gülle ausbringen können. Dann werden wir mal sehen. Wie gesagt, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen erstens Futter für die Schweine. Ich kriege ja nun kein Getreide, kein Sonnenblumen. Alles, was ich noch im Silo habe, kriege ich ja nun aktuell nicht raus. Das heißt, ich muss jetzt dreschen und erstmal was an den Schweinen zu verfüttern. Oh, das Lenkrad ist noch weit weg. Ah, das war natürlich jetzt klar mit Leertaste hier. Natürlich noch besser, wenn man sowas macht wie ich eben. Ich wollte eigentlich bloß umstellen. So, das Lenkrad mal hier herholen. An und weiter. Ich habe das Schneidwerk gleich gewählt mit den zwei Piloten. Also Lasern, sagt man ja. Dazu. Ich kann den Link nochmal in der Videobeschreibung einfügen. Für die, die den Mähdrescher noch nicht haben, werde wahrscheinlich auch die Schneidwerke mit einfügen. Für die gerne auch mal ausprobieren möchten. Klar, der Raps, der bringt noch nicht so viel ein. Ich meine, ist ja auch hier bloß jetzt ein kleiner Schlag. Um einfach wieder ein bisschen mein Konto aufzufrischen. Wie gesagt, ich habe mir jetzt Schweine zugelegt.
Das wird ja dann auch ein Teil, weil die Schweine werden sich ja auch vermehren, auch wieder ein Teil zum Schlachter gehen. Ich hoffe, mein Schlachter, der macht mir einen guten Preis. Aber so ist das Leben der Landwirtschaft, also... Wenn wir natürlich dann danach auch Gülle ausbringen sollten mit dem Lohner, muss ich den natürlich auch bezahlen, also... Muss man schon irgendwo gucken, dass man gute Einnahmen behält, bekommt. Man kann den natürlich jetzt auch wählen mit dem Terra-Laufwerk oder Radwerk, wie auch immer, wie man es nennt. Ich wollte es einfach nicht. Ich finde mit Reifen, Rädern einfach. Da ich ja jetzt hier keine 12 Meter Arbeitsbreite benötige. Da mir die 9 Meter hier vollkommen ausreichen. Deswegen müssen wir dann nochmal gucken, wo welche Getreidewirtschaft hier das meiste Geld bringt. Da muss man natürlich bestimmt ein bisschen weiterfahren. Wie gesagt, ich habe jetzt erst nur eine Biogasanlage am Laufen. Die zweite ist noch in Arbeit. Wo es, wie jeder das von euch kennt, wenn man nur alleine spielt, es ist immer nicht so einfach, die Zeit vergeht so schnell. Gerade beim Maiskutschen ist es natürlich immer besser, wenn man zu zweit ist. Weil alleine geht. Man kann mit Crossplay fahren lassen. Wenn man ihn dann natürlich vernünftig eingestellt bekommt und... Ich meine, ich habe jetzt hier einen Verkehr noch drin. Viele nehmen den Verkehr direkt raus. Weiß ich nicht. Ist ja in der Realität genauso. Also ich kann ja nicht die Autos einfach ausschalten. Aber gut. Ja, das war jetzt erstmal hier eine kleine Vorführung vom Drescher. Gleich mal abtanken und dann so. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Den Rest befindet ihr in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns, denke ich mal, beim nächsten Video von mir. Haut rein!